Hier im malerischen Schleppzig, inmitten der Auenlandschaft des Biosphärenreservats, trifft der perfekte Genuss aus individuellen Aromen, würziger Eiche und heimischen Roggen auf die Gäste des Stork Clubs. Rund 200 Störche, die Namensträger des Unternehmens, finden sich jährlich in der Region und rund 40.000 Besucher im Ort ein. Einst als Besucher gestartet sind auch die drei Gründer des Unternehmens, die 2016 aus dem 60 Kilometer entfernten Berlin in den Spreewald kamen, um ein Whiskyfass zu kaufen und mit der ältesten Destillerie Brandenburgs wieder heimfuhren. Der Beginn der ersten reinen Roggen-Whisky-Brennerei Deutschlands. Das macht einfach aus Nachhaltigkeitsgründen und Logistikgründen am meisten Sinn. Und wir wollten auch einen Rohstoff nehmen, der hier wächst und der hier heimisch ist. Und Brandenburg ist eine der größten Anbauregionen für Roggen in Europa. Und daher verwenden wir für unsere Whiskys eben nur diesen Roggen. Die hochwertige Grundzutat in Kombination mit sorgfältiger Arbeit und dem feinen Gaumen lassen in den Eichenfässern einen Whisky reifen, der bei der Verkostung auch Kenner überzeugt. 2019 bekam der Stork Club sogar den Preis für den besten Roggenwhisky. Die Rezepturen werden hier noch selbst kreiert und auf einen erlesenen Geschmack getestet. Auch die Abfüllung und das Etikettieren geschieht direkt vor Ort. Künftig setzt das Unternehmen unter anderem auf ein Mehrwegsystem, um weitere Ressourcen zu sparen. Unsere Vision 2027 ist es, den Betrieb möglichst oder eigentlich komplett klimaneutral zu gestalten. Das heißt für uns, wir fangen an zum Beispiel mit Solaranlagen, die wir jetzt schon teilweise drauf haben, die wollen wir weiter ausbauen. Wir sind jetzt biozertifiziert, wir haben ein Produkt, was klimaneutral schon ist, sprich wir geben der Natur in Anführungsstrichen, wir investieren zurück in Aufforstung. Das gleiche auch in die Moore beispielsweise, um da einfach was zurückzugeben, was wir ja irgendwie auch wieder vorher entzogen haben. Der Hofgarten mit Bar des Stork Clubs lädt zum Verweilen ein. Ganz gleich, ob als Gast des kulinarischen Angebots oder nach einer Destillerieführung. Wer die zahlreichen Spirituosen auch fernab des Spreewalds verkosten will, der kann sich den puren Genuss online bestellen oder bequem mit nach Hause nehmen.